Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich melde mich hier, wie ihr vielleicht merken könnt, aus dem Postkommentar, denn die tolle Elgato hat leider den Sound nicht aufgenommen. Ihr merkt, dass das nicht lippensynchron ist und das tut mir auch sehr leid und ich weiß auch eigentlich natürlich überhaupt nicht mehr, was ich da erzählt habe. Aber ich muss es ja auf jeden Fall irgendwie nachvertonen. Ich wollte euch den Anblick meiner Fresse eigentlich ersparen und wollte versuchen, die Webcam oben rauszuschneiden. Aber ich dachte, komm, was soll's. Und ja, deswegen vertone ich die Folge jetzt ein bisschen nach. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen überrascht sein bei dem, was ich tue. Ich habe momentan unglaubliche Probleme mit der Elgato. Entweder stürzt sie mir nach der Aufnahme ab oder sie stürzt mir während der Aufnahme ab oder sie nimmt halt einfach mal keinen Sound auf. Das Problem ist, ich würde ganz gerne eine neue Elgato kaufen, aber mein PC ist dafür einfach auch nicht mehr geeignet. Von daher bräuchte ich zuerst einen neuen PC, dann bräuchte ich die neue Elgato, dann bräuchte ich die entsprechende Software. Das ist momentan finanziell einfach überhaupt gar nicht drin und deswegen muss ich jetzt leider auf diese Art und Weise ran. Wir sind gerade dabei, hier so ein bisschen einzusammeln. Hier sind ja relativ viele Dinge, die wir gefunden haben und die wir noch finden können. Hier liegt überall Kram und Gedöns rum. Wir können leider nicht mehr alles einsammeln. Also hier diese blauen Blümchen, die gehen nicht mehr, aber die roten gehen zumindest. Und dann haben wir wieder ein paar Heil-Items. Nach dem Kampf mit dem Jaguar ist das, glaube ich, eine gute Sache, wenn wir uns wieder so ein bisschen mit Heil-Items aufstocken. Hier oben haben wir ein Nestchen liegen, dafür kriegen wir ja Federn. Das heißt, im Grunde genommen geben wir einen Pfeil her, um einen neuen Pfeil machen zu können. Ich weiß nicht, inwiefern das sinnvoll ist, aber was soll's. Gut, wir kriegen, glaube ich, zwei Federn kriegen wir. Ich weiß nicht, ich glaube, wir brauchen eine Feder. Das heißt, wir haben zumindest ein kleines Plus gemacht. Und ja, hier sind überall nochmal Heilsachen. Das heißt, wir stocken jetzt einfach unser ganzes Inventar nochmal auf. Und das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir das tun. Hier sind wir wieder voll, die blauen haben wir schon. Links ist also unser Ziel, aber wir möchten uns natürlich hier mal so ein bisschen umgucken, um einfach mal zu schauen, weil diese ganzen Bäume, die leuchten alle auf. Hier sind überall Ecken. Da hinten ist auch noch eine Kleinigkeit in der Ecke versteckt. Da haben wir zum Beispiel Fett für Waffen-Upgrades. Und wie ihr seht, hier ist überall ist hier noch Zeug rum. Das ist natürlich für mich als kleine Sammler-Bitch ist das natürlich total intensiv und extrem. Das heißt, ich möchte alles haben. Es ist eine Krankheit, die habe ich mir einfach angewöhnt, weil ich immer so unglaublich viele Rollenspiele gespielt habe. Und da ist es einfach so, dass man das einfach benötigt. Hier beschwere ich mich übrigens darüber, dass die Frau das für den Kerl anhebt. Aber im umgekehrten Sinne macht er das ja auch für uns. Von daher alles wieder gut und ja, läuft. Ich finde übrigens die Umgebung, in der wir hier uns befinden, echt total schön. Wobei ich ja nicht der Hitzefan bin. Das heißt, es gefällt mir echt gar nicht, wenn es so heiß ist. Das heißt, ich glaube, ich könnte hier in diesem Bereich der Natur überhaupt nicht leben oder überleben. Aber ich finde die Umgebung einfach großartig. Also einfach den Dschungel, das ganze Grün, wie das hier gemacht ist. So detailverliebt und detailgetreu, das ist einfach sehr, sehr, sehr schön. Da ist Stöckchen, das sammeln wir natürlich auch noch ein. Alles, was wir kriegen können, wie gesagt. Alles, was wir tragen können. Und weiter geht's. So, da haben wir auch schon, ja, da geht's, das ist der richtige Weg. Dementsprechend laufe ich natürlich nochmal zurück, um rauszufinden, was es denn da an anderen Stellen gibt. Hier kann man auch noch unten drunter durchklettern. Und dann kommen wir nämlich zu einer Gegend zurück, in der wir schon mal gewesen sind. Wenn ihr schaut, da ist es rot hinten in der Ecke und ich habe hier im ersten Moment gedacht, dass da irgendwas Blutiges liegt. Upsala, ja, da liegt dann jetzt auch was Blutiges. Aber es ist tatsächlich unser Fallschirm. Das heißt, wir sind wieder dort zurück, wo wir angefangen haben, wo wir unseren Flugzeugabsturz hatten und wo wir unseren Bogen gefunden haben. Und da wir jetzt hier ja an der Stelle sind, an der wir vorher nicht in das Grab konnten, wir haben hier nämlich ein Herausforderungsgrab. Da konnten wir vorher nicht rein, weil wir unsere Kletteraxt nicht hatten. Und das heißt, jetzt können wir nämlich da rein. Und deswegen suche ich jetzt hier auf der Karte gerade das Herausforderungsgrab, um das zu markieren, damit wir da hinkommen können.
Und das ist nämlich eine schöne Sache. Da oben ist es auch. Und dann markieren wir das einmal. Und dann können wir nämlich den richtigen Weg dorthin nehmen und versuchen, das Herausforderungsgrab zu bestehen. Da freue ich mich auch drauf, denn ich mache die Herausforderungsgräber eigentlich ganz gerne. Ich finde die Rätsel auch immer ganz cool. Man kommt, blödes Mistvieh, man kommt in der Regel nicht direkt da drauf. Und das finde ich eigentlich ganz gut und da freue ich mich auch. So, hier haben wir nochmal unser Feuerchen. Das heißt, hier können wir uns nochmal einmal angucken, ob wir irgendwas upgraden können. Und ich glaube nämlich, wir können unseren Bogen upgraden. Genau, drei Upgrades verfügbar. Und das heißt, wir können unseren Bogen ein bisschen stärker machen. Wir können einmal jetzt eine höhere Spannung machen, dann erhöhen wir unseren Schaden. Und das gleiche können wir hier nochmal machen. Das heißt, wir haben den Schaden unseres Bogens erhöht. Ich meine, gut, ich versuche zwar sowieso immer auf den Kopf zu treffen, was ja eigentlich einen Instant-Kill mit sich zieht, aber wer weiß, man trifft ja auch nicht immer, ne? Also, wenn dann, also normalerweise treffe ich natürlich immer, keine Frage. So, wir setzen wieder unsere Spider-Senses ein und hier ist dann nochmal so ein kleines Eckchen und da ist auch tatsächlich noch was, wo wir finden. Wir finden eine Rotzfahne im Wald. Ist das nicht großartig? Und kriegen 25 Erfahrungspunkte dazu. Liebe Kinder, wenn ihr auf der Straße eine Rotzfahne findet, hebt sie auf. Nein, macht das bloß nicht, aber trotzdem. So, und ich glaube, dass wir jetzt einmal komplett rechts rumlaufen müssen, um, hier liegt noch ein totes Tier, dass wir einmal komplett rechts rumlaufen müssen, um an das Herausforderungsgrab ranzukommen. Hier ist überall Zeug. Also gut, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob diese Sachen wie Stöcke und Beeren etc., dass die nachwachsen im Endeffekt. Das weiß ich gar nicht. Ob man da überhaupt jemals mit fertig werden kann. Aber ich weiß es nicht. So, hier geht es zum Herausforderungsgrab. Überhaupt nicht auffällig markiert mit dem Totenkopf. Und jetzt dürfte es möglich, hier habe ich gemerkt, dass sie ihren Kopf dreht und wollte dann da nochmal nachschauen, was los ist. Und wir können jetzt endlich hier rein und können gucken, was wir hier finden können. Und in den Herausforderungsgräbern kriegen wir ja in diesem Spiel immer Fähigkeiten. Und das ist eigentlich eine gute Sache, denn die Fähigkeiten, die wir bekommen, sind richtig, richtig gut. Und deswegen werden wir uns schön an die Herausforderungsgräber ranwagen. Erstmal schauen wir uns natürlich ein bisschen um. Und ich bin jedes Mal dankbar, wenn wir wieder den Tipp kriegen, wie denn die Steuerung funktioniert, weil es doch so unglaublich. Ui, und platsch. Okay. Oh, hier geht gerade im Hintergrund der Tütertag. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier tauchen müssen. Das war jetzt da die Frage gewesen. Aber es sieht nicht besonders tief aus. Ich weiß auch nicht mehr unbedingt, wie tauchen geht. Ich drücke zufällig Knöpfe und manchmal klappt es und manchmal nicht. Das ist das Glück, was dahinter steht. Und sind wieder in einer unglaublich schönen Umgebung hier. Sehr toll, wir haben da einen Monolithen. Ich glaube, das zählt als Monolith. Den können wir uns dann mal durchlesen und sind kurz vor einem Level-Up. Also es fehlen uns nicht mehr viele Erfahrungspunkte, bis wir einen neuen Fähigkeitenpunkt bekommen. Hier haben wir noch Pilzchen liegen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die brauchen wir für Giftpfeile, ne? Die benutzen wir aber so gut wie nie. So, was haben wir da? Irgendeine Plattform. Und dann jetzt hier hinten hoch. Das werden wir jetzt natürlich auch mal ausprobieren. So, voll, war ja klar. Blaue Blümchen dürfen wir nicht mehr mitnehmen. Und dann springen wir einfach gleich mal da hinten dran. Wir gucken uns Ich natürlich muss erstmal so irgendwie ein die bisschen Statue um. anheben. Da liegt noch was da vorne. Und dann sind wir ja auch nicht ohne Grund hier oben. Also den Weg da hoch. Es gibt ja die Dinge hier nie ohne Grund. Das heißt, tada. So, sehr schön. Wir haben es geschafft. Dann heben wir Das noch hier könnte das einer kleine der Ding an der Füchse Seite Maxi auf. Pulver Was ist sein. es? Ist auch wieder, glaube ich, dieses Fett, ne? So, Stöckchen. Stöckchen sind immer gut. Einmal umgucken, auch ganz wichtig. Und wir haben ein Feuer gefunden. Sehr schön. Feuer hilft natürlich immer, vor allen Dingen, weil wir hier den Schnellreisepunkt haben. Das speichert dann automatisch, wenn wir an einem Feuer sind. So, hier der Typ kann nichts, aber checken tun wir trotzdem. Und ansonsten, da liegt noch eine Kleinigkeit. Ich hoffe, ich habe das gesehen und hebe das auf. Ja, dann jetzt, das stört. Okay. So, ja, perfekt. Okay. Und ansonsten scheint es hier nichts mehr zu geben. Das heißt, wir können uns auf den Weg wagen in die tiefen Düsternisse dieses Grabes. Und
Ich finde das unglaublich faszinierend, dass es ja heutzutage immer noch so ist, obwohl wir eigentlich der festen Überzeugung sind, dass wir mit unserer Wissenschaft und mit unseren Techniken und mit unserem Know-how so unglaublich fortgeschritten sind, dass es doch trotzdem noch eine Tatsache ist, dass es immer noch unentdeckte Dinge auf der Welt gibt. Also es gibt gerade der Meeresgrund, der ist ja so gut wie gar nicht erforscht, also da wissen wir ja so gut wie überhaupt nichts drüber. Dann gibt es immer noch Orte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Und es gibt auch immer noch unentdeckte Völker auf der Erde, die durch Zufall entdeckt werden. Also es ist immer wieder faszinierend, was doch alles noch rausgefunden werden kann. Und wir Menschen sind, glaube ich, teilweise ein bisschen zu selbstbewusst mit dem, was wir können und was wir nicht können. Also so, das Problem an dieser Stelle ist natürlich, dass ich mich total verfranst habe. Ich finde nicht mehr raus und meine Orientierung ist einfach eine absolute Katastrophe. Deswegen versuche ich jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen einen Weg zu finden. Aber ich weiß nicht wo. Also ich weiß noch, dass wir daher gekommen sind und dass es auch da ist. Es ist weiß. Sehr schön. Ja. Ist immer so die Problematik. Obwohl wir unser Flügelcape anhaben, können wir hier noch nicht rausfliegen. Da ist noch ein Monolith. Nehmen wir auch mit. Und wir nähern uns immer weiter dem Level Up an. Das ist sehr, sehr gut. So, hier geht es offenbar nicht weiter. Ach, jetzt weiß ich auch noch, was ich hier erklärt habe. Wir haben an dem Monolithen eben, haben wir den Titel Apuch gelesen. Und Apuch kennt vielleicht der ein oder andere aus Final Fantasy 9. Da ist das nämlich die ultimative Attacke, glaube ich. Ist das die ultimative Attacke? Von Sidane. Und Apuch ist, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt hier aus Tomb Raider gelernt, ist irgendwie eine Gottheit des Todes. Also sehr interessant. So, an dieser Stelle ist das Problem, dass ich überhaupt nichts erkennen kann. Es ist unglaublich chaotisch hier, es gibt unglaublich viel zu tun. Ich gehe in diesem Moment davon aus, dass man hier die Seile miteinander verknüpfen muss. Und das scheint auch zu funktionieren. Das ist sehr gut. Und wir müssen anscheinend die Seile miteinander verknüpfen, die Gewichte nach unten befördern und dadurch die Leiter nach oben ziehen. Das ist relativ offensichtlich hier zu erkennen. Und ja, ich habe ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich ein Let's Play des Spiels schon gesehen habe. Aber nicht komplett. Das waren immer nur Auszüge. Das heißt, hier dieses Grab kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also es gibt immer wieder Sachen, die mir zwischenzeitlich bekannt vorkommen. Das ist auch schon einige Monate her, dass ich das Let's Play gesehen habe. Und ich habe es auch nie komplett gesehen. Wie gesagt, immer mal so eine Folge zwischendurch, einfach um zu gucken. Aber viele Dinge habe ich definitiv nicht gesehen und es ist echt, also absolutes Neuland für mich. Woran ich mich halt relativ gut noch erinnern konnte, war diese Rückblende mit Lara in ihre Kindheit. Aber hier, das ist jetzt auch zum Beispiel so ein Ort, wo ich absolut blind bin und absolut keine Ahnung habe. So, allen haben wir ja jetzt angezeigt. Da hatten wir ja die entsprechende Fähigkeit uns geholt. So, und jetzt heißt es einmal umsehen und gucken, da liegt was auf dem Boden. Jacks Tagebuch. Sehr schön. So. Und da hinten ist auch noch was, offenbar. Das wird wahrscheinlich die Verbindung des anderen Gewichtes sein. Und ansonsten gibt es hier nichts anderes zu tun. Hinspringen können wir da nicht. Das heißt, es muss irgendwie einen anderen Weg. Ich habe Batman runtergeladen. Sehr glücklich bin ich darüber. Ja. Momentan sind viele gute Spiele im Game Pass drin enthalten. Von daher kann ich das nur empfehlen, wenn ihr Besitzer einer Xbox und eines Game Passes seid, doch da immer mal wieder reinzugucken. Das wäre ganz, ganz großartig. Ihr verpasst sonst was, kann ich euch nur empfehlen. So, ich dösel und drösel jetzt hier ein bisschen rum, weil ich absolut keine Ahnung habe, was hier passiert und was ich machen soll. Ich bin so ein bisschen überfordert und versuche aus den Hinweisen heraus zu verstehen, was denn hier die Aufgabe ist. Die Sache ist, dass Lara ja immer wieder sagt, ich muss das und das machen, ich muss das und das machen. Das ist mir schon klar. Das Wie ist die Frage. So. Okay. Immer mal so ein bisschen mit dem Pfeil zielen, damit ich die Sachen in den Fokus kriege. Das mache ich immer ganz gerne. Und dann einfach mal schauen. Und jetzt, ich habe das entdeckt. Ich habe das entdeckt, dass man das Ding hier bewegen kann. Sehr schön. So.
Und einmal weg damit. So. Scheiße, das Seil ist gerissen. Und was passiert? Das Seil ist gerissen. Ja, großartig. Dann machen wir das einfach wieder neu dran. Ihr seht an meinem leeren Blick, dass ich gerade so quasi den klatschenden Affen von den Simpsons im Kopf sitzen habe. Das alles so gar nichts sagt, was jetzt hier passiert. Und ich grundsatzüberfordert bin. Und eigentlich sage ich hier die ganze Zeit nur so Dinge wie, wie soll das gehen? Das kann doch nicht sein. Leerer Blick. Okay. Ich gucke ja meine eigenen Let's Plays nicht, weil ich ja, weiß ich nicht, irgendwie bin ich da nicht so, ne? Und es ist jetzt gerade einfach mal faszinierend zu sehen, was ich eigentlich da die ganze Zeit tue. Aber gut. So, hier geht es offenbar hoch, sehr schön. Und dann kommen wir hier auf die andere Seite und können mal schauen, was denn hier so vor sich geht. Da können wir auch was tun. Da können wir was kaputt machen. Kaputt machen ist immer gut. So, tada. Keine Rücksicht auf Verluste. Und hier geht es offenbar raus. Dann wollen wir da nicht hin. Wir wollen nirgendwo hin, wo es rausgeht. Wir wollen das Grab natürlich komplett erforschen. Da liegt noch was. Was haben wir da? So, Überraschungszeuge. Ein Bericht. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Sehr schön. So, perfekt. Okay, so. Runterschießen können wir die Sachen offenbar nicht. Aber jetzt können wir uns hier ranhängen und können dann... Es passiert gar nichts. Leerer Blick? Fragender Blick? Oh Gott. Ja. Okay. So. Manchmal, ich weiß es nicht. So. Da könnte ich halt auch selber mir so ein bisschen gegen das Schienbein treten, wenn ich das da sehe. Weil, gut, ich meine, jetzt, wo ich weiß, wie es geht, ist es natürlich nochmal was anderes. Ne? Aber... Ist so eine Frage. Jetzt versuche ich das natürlich von der anderen Seite nochmal, aber doof wie ich bin, funktioniert das überhaupt nicht. Jetzt ist nämlich das Seil auf der anderen Seite gerissen. Also mein fragendes Gesicht erklärt eigentlich so ziemlich alles. Ah, Gott. Und jetzt? Na, das war ein Hä? Aber jetzt habe ich endlich diesen zweiten Wagen hier entdeckt. Und ja... Muss ich gerade über mich selber lustig machen. So, also, ich habe nämlich jetzt in diesem Moment gerade verstanden, dass wir den einen Wagen brauchen, um das eine Ding unten zu halten und den anderen Wagen brauchen, um das andere Ding unten zu halten. Das ist übelst faszinierend, vor allem, weil ich diesen anderen Wagen einfach vorher nicht gesehen habe. Das, da muss ich mich wirklich für entschuldigen. Manchmal sieht man den Wald halt vor lauter Bäumen nicht. Und hier in dem Grab ist es ja auch tatsächlich so, dass es unglaublich viel Kleinkram gibt. So, jetzt packen wir das Ding nämlich unten drunter. Und dumme Heike merkt an dieser Stelle natürlich überhaupt nicht, dass die Wagen viel zu nah aneinander stehen. Also klettert sie einfach mal wieder nach oben. Ich bin manchmal echt erstaunt. Jetzt klingelt es bei mir an der Tür und ich glaube, das ist der Postbote. Ich hoffe, ihr ignoriert das jetzt einfach mit mir. Und es kann sein, dass es gleich noch nicht ist. Aber ich hoffe, dass der Hausgeist die Tür aufmacht. So. Kann natürlich sein, wenn das Paket kommt, dass der Hausgeist dann bei mir klingelt. So. Jetzt packen wir das andere Seil wieder dran. Ich sag's ja. ich muss aufmachen. Es hilft alles nichts. Wir machen gleich weiter. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Aber ja, es funktioniert nicht. Ich kann mich dazwischen quetschen, wie ich will. Ich komme dazwischen, aber das X taucht nicht mehr auf. Ich kann also den Wagen nicht mehr anpacken. Ich versuche es zwar 100.000 Mal nochmal in der Hoffnung, aber wie Bart Simpson mit dem Keks muss ich irgendwann lernen, dass es doch nicht funktioniert. Das heißt, ich muss wieder nach oben. So, ich muss das Teil wieder wegziehen. Leider, leider. Das andere Ding wegschieben. In der Form, genau. So. Und dann das andere wieder zurück. Und dann sollte es hoffentlich funktionieren. Es ist, ja. Ich bin es selber schuld. Ich hätte logisch nachdenken können. Aber logisch denken ist mir nicht immer vergönnt. Manchmal habe ich Glück. Aber... Ob das eine Fähigkeit ist oder
Wer weiß das schon. So, und das gleiche jetzt nochmal. Einmal runter. Das Ding nach unten ziehen. Perfekt. Und dann das Seil wieder befestigen. Genau, ganz wichtig, denn das ist abgerissen. Und dann können wir auf der anderen Seite hochgehen, beziehungsweise erst müssen wir das Wägelchen rüberschieben, denn das soll ja das andere Ding festhalten. Und dann müssen wir... So, genau, perfekt. Und dann müssen wir ja von oben nach unten und das andere Ding festmachen. So, los geht's. Und logisch wie ich bin, halte ich mich natürlich nicht fest und falle auf die Nase. Es ist immer das Gleiche. Aber gut. Ist ja nicht so weit bis da hoch. Also nochmal. Und wieder hoch. Ach, ja. Es ist nicht alles so schön, wie es soll. Zack. Und die Brücke steht. Beziehungsweise die Leiter steht. Ach, anstrengend, anstrengend, anstrengend. Aber nach stundenlangem Hin- und Hergerenne ist es doch tatsächlich geschafft. So, bevor ich jetzt da hochklettere, gucke ich aber hier nochmal so ein bisschen in die Ecken. Für den Fall der Fälle, dass da doch irgendetwas liegen sollte, was möglich ist. Und was haben wir hier hinter? Da haben wir noch irgendwie so eine Figur. Aber auch die hat nichts zu sagen. Und dann heißt es, jetzt geht's nach oben oder auch nicht. Oder auch einfach mittendurch. Und versuchen wir es nochmal. Zack, sehr schön. Endlich geschafft. Und dann kann es nach oben gehen. Ach, ist das eine Erleichterung zu wissen, dass man endlich oben angekommen ist. Wobei ich doch das dumme Gefühl habe, dass diese Brücke in sich zusammenstürzen wird. Aber sie tut es nicht. So, und ein beherzter Sprung sollte das richten. Perfekt. Und wir haben es geschafft. Wir sind am Relikt angekommen. Und ja, da sind wir. Sehr schön. Was bekommen wir? Wir bekommen Herz des Kaiman. Gesundheit regeneriert schneller. Sehr schön. Das ist was, was man gut gebrauchen kann. Wir haben das Grab abgeschlossen, Blick des Richters. Und wir können den Weg nach draußen finden. Erstmal müssen wir das Seil hier ja auch irgendwo anbinden. Da hinten ist es. So, und dann können wir zurückrutschen. Auf geht's. Ach, ich muss mich ja erst nochmal vergewissern, dass hier wirklich gar nichts mehr ist. Da bin ich ja pingelingelig. So, und los geht's. Einmal raus hier. Sehr schön. Ich finde, bei diesem Tomb Raider ist es doch ein bisschen schwer, die einzelnen Artefakte und Teile und Sammelobjekte zu sehen. Also irgendwie ist hier halt, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es hier wirklich sehr, sehr, sehr bunt ist, ne? Durch den Dschungel und durch die ganzen Sachen. Also hier dieses Töpfchen, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, wenn ich nicht den Dingsbums angemacht hätte, die Spider-Senses. Und da ist ein Käferchen. Und ansonsten wäre ich hier teilweise echt verloren, was solche Dinge angeht. Also ich weiß auch nicht, an wie vielen Sachen ich jetzt wieder vorbeigerannt bin. Das ist halt so eine Sache, aber man kann ja eventuell später nochmal zurück, wenn wir halt die Schnellreise haben. Das ist ja überhaupt kein Problem. So, jetzt können wir hier raus. Einmal gerutscht. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie so einen Krüppelweg gehen. Keine Ahnung warum. Also wir sind nicht einfach nur aus dem Grab draußen. Und hier ist es jetzt irgendwie, dass das Spiel rumbackt, weil sie hängt sich zwar zur Seite, aber sie springt nicht zur Seite. Und sobald man springt, seht ihr, dann zuckt sie hier wieder so zurück. Also es ist irgendwas stimmt da nicht richtig. Deswegen fuhrwerke ich so ein bisschen rum und jetzt ist es richtig. Weil irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber Hauptsache es klappt und wir sind nicht verloren. So, ja, und hier macht sie nämlich jetzt genau wieder das Gleiche. Hier lehnt sie sich jetzt gar nicht nach links. Also friemle ich da auch wieder so ein bisschen rum und versuche sie irgendwie dazu zu bringen, sich nach links zu lehnen. Aber sie will nicht. Jetzt will sie. Sehr gut. Auf geht's. Einmal Spider-Senses anmachen, um sicher zu sein. Genau. So, es geht darüber. Und wir machen natürlich wieder die Schnellvariante und sie springt einfach schief. Kein Mensch weiß, warum sie jetzt nach links rüber gehüpft ist. Und ich mecker da auch rum, wie man sieht. Manchmal, ich weiß es auch nicht. Naja, so ist das eben, ne?
Also gleiches nochmal. Zum Glück fangen wir ja hier an der Stelle wieder an. Das ist ganz gut, dass man da doch zwischendrin immer diese Checkpoints hat. Also da bin ich immer wieder sehr, sehr, sehr dankbar für. So, ein Stöckchen, was wir mitnehmen können. Und da kriegen wir auch zum Glück wieder angezeigt, dass wir mit der Hacke... Stopp! Ich habe die Federn gesehen. Dass wir mit der Hakenaxt arbeiten müssen. So, immer mal wieder Kontrolle schieben. Weil sonst weiß ich nicht, wie oft ich hier halt runtergefallen wäre. So, jetzt haben wir uns hier irgendwie aus irgendeinem Grund auch mit der Hakenaxt festgehakt. Wahrscheinlich habe ich 1000 Mikes gedrückt. Und dann geht es darüber. Einmal festhalten. So, hier an dieser Stelle hätte ich mich wahrscheinlich abseilen müssen, aber who cares? Unten sind wir. So, und jetzt geht's hier, glaube ich, wieder raus, ne? Nee. Da wäre es wieder rausgegangen, aber dumm wie ich bin, gehe ich wieder zurück ins Grab. Oh Gott. Ja. Ich kann mich manchmal selber nicht verstehen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber so ist das nun mal. Und jetzt, wo ich feststelle, dass ich wieder im Grab bin, werde ich wahrscheinlich irgendeine Ausrede dafür parat haben. Ich weiß es nicht mehr, aber ich entscheide mich dann doch jetzt dafür, die Schnellreise zu benutzen. Und jetzt ist es ja auch so, dass wir fertig sind mit dieser Episode. Und ja, von daher kann ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz recht herzlich dafür entschuldigen, dass das jetzt bei dieser Folge und auch bei der nächsten Folge ein Postkommentar ist. Weil, ja, die Elgato und wie gesagt, ich sag's ja, es ist einfach momentan der finanzielle Aspekt, der bei mir da sehr problematisch einschlägt. Von daher kann ich euch da derzeit nichts anderes bieten und es tut mir auch sehr, sehr leid. Aber ich hoffe, dass wir das bald ändern können. Also vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.